Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Mountain Equipment Produktvideo. Ich bin der Thomas und ich darf euch heute die Schlafsäcke der Classic-Serie vorstellen. Die Classic-Serie eignet sich für sehr, sehr viele Anwendungsbereiche von der Bergtour über klassisches Trekking bis hin zum Camping-Einsatz und sie zeichnet sich einfach durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie hat bei jedem Merkmal, bei jedem Ausstattungsmerkmal einen deutlichen Mehrwert und was das im Detail für euch bedeutet, möchte ich euch jetzt anhand des Aufbaus erstmal erklären. Wir setzen beim Aufbau auf eine Trapezkammerkonstruktion, das heißt die Wände sind schräg angeordnet, sodass Daune über Daune zum Liegen kommt und sich somit keine Kältebrücken einschließen können. Bei der Daune selber haben wir jetzt hier eine 90-10er Daune, 90% Daune, 10% Federn bei einer Fillpower von 725 Cubic Inch. Das ist der Wert, der die Bauschkraft der Daune widerspiegelt. Als Außenmaterial setzen wir uns hier auf ein etwas schwereres, dafür umso abriebfesteres HE50 Ripstop-Nylon mit knapp 50 Gramm pro Quadratmeter in Kombination mit einem Nylon als Innenmaterial, dem Supersoft 40 Leinen. Spannendes, neuralgisches Thema bei jedem Schlafsack. Der Reißverschluss, hier komplett durchgängig und ihr habt es schon gesehen, er klemmt nicht, was einfach daran liegt, dass wir hier einen schönen Klemmschutz eingebaut haben und man kann jetzt hier auch ganz deutlich die Abdeckleiste erkennen, die einfach den Reißverschluss von hinten abdeckt und somit wiederum für eine Isolation sorgt, weil hier keine Kälte sich einschleichen kann. Im oberen Bereich geht die Abdeckleiste nahtlos in den Wärmekragen über, der ähnlich wie an der Seite einfach die Wärme am Austreten hindert. Kopfteil bei der Classic Range haben wir hier eine fünfteilige Kapuzenkonstruktion, die in fünf Kammern die Daune an Ort und Stelle hält. Fußteil hier auch aufwendiger konstruiert als bei den meisten Standardschlafsäcken mit vier Kammern, damit einfach im Fußbereich keine Kältebrücke auftritt. Das Ganze natürlich, man sieht es hier recht schön, anatomisch vorgeformt, um der Fußform Rechnung zu tragen. Und das war jetzt soweit sicher, hoffe ich, für euch recht informativ. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie klein lässt sich das Ganze verpacken, haben wir hier zum Beispiel den kleinsten Schlafsack aus der Classic Range, den Classic 300, der sich wirklich sehr klein und leicht in der Praxis zeigt und der auch in einen leichteren Tagesrucksack problemlos reinpassen würde. Und einfach mal das andere Ende der Range, der Classic 1000 als wirklich reinrassiger Winterschlafsack hat immer noch ein sehr annehmbares Packmaß, in Relation natürlich entsprechend größer, dafür hat er halt auch eine viel größere Wärmeleistung. Ja, und wer sich jetzt fragt, welche Modelle ihn in der Classic Range erwarten, dem darf ich jetzt präsentieren, unser Zwei-Jahreszeiten-Modell, den Classic 300. Dann haben wir als vollwertiges Drei-Jahreszeiten-Modell den Classic 500 in der Mädels- und in der Herrenversion. Und wenn es dann unter die 0-Grad-Grenze geht, sind wir mit dem Classic 750 einfach gut bedient. Auch hier wieder Mädels- und auch Herrenfarbe. Das Ganze wie immer in dann entsprechend drei Größen, eine Damengröße, zwei Herrengrößen. Und für all jene, die es richtig zapfig mögen, für die haben wir dann noch den Classic 1000. Hier darf es dann wirklich gut zweistellig Minusgrade haben und man ist mit dem Classic immer noch sehr gut aufgestellt. Also abschließend als kleines Fazit, wer wirklich einen sehr vielseitigen, robusten Schlafsack sucht, für den haben wir die Classic-Serie im Sortiment und mir bleibt jetzt abschließend euch noch eine geruhsame Nacht im Classic-Schlafsack zu wünschen und wie immer schöne Touren und Unternehmungen. Bis zum nächsten Mal.